In diesem Video möchte ich mein Skript, das den Canvas in einen Raster und diesen Raster in einen untergeordneten Raster unterteilt, so erweitern, dass in jede dieser untergeordneten Zellen etwas gezeichnet wird. Und das mache ich wiederum mit einer Klasse, so dass ich eine Klasse habe, um die Zellen des Hauptrasters zu bestimmen, eine Klasse, um den untergeordneten Raster in diese Zellen zu zeichnen und dann wieder eine Klasse, wo nur drin steht, was in diese einzelnen Zellen hineingezeichnet wird. Bevor ich das tue, möchte ich aber meine JavaScript-Datei in zwei Teile teilen, so dass in einer Datei die Klassen sind und in der anderen Datei der P5-Teil mit Setup und Draw. Und dazu gehe ich in die index.html-Datei und dort gibt es bereits zwei JavaScript-Dateien, die verbunden sind mit dieser HTML-Datei, so dass der Browser weiß, was es auszuführen gibt. Und hier brauche ich jetzt noch eine weitere Datei. Ich gehe in den Explorer, klicke auf Neue Datei und schreibe einen beliebigen Dateinamen. Ich wähle classes.js und dort schreibe ich zuerst einmal console log irgendetwas hello und ich sehe in der Konsole nichts, keine Meldung mit hello. Also brauche ich zuerst so eine Verbindung zur Datei. Dazu kopiere ich diesen Sketchlink und dann ändere ich den Dateinamen in classes.js. Die Reihenfolge ist hier nicht so wichtig, aber ich mache es in der Reihenfolge, wie ich die Struktur verstehe. Zuerst brauche ich die P5-Library, dann möchte ich, dass die Klassen bekannt sind und den Aufruf meine Klassen, den mache ich aus der Sketch-Datei heraus. Darum mache ich das auch hier so der Reihe nach. Dann kann ich das löschen, also ich kann es zumachen, will ich sagen, index.html zumachen. Ich sehe jetzt auch diese Nachricht Hello, das kann ich löschen. Und jetzt gehe ich in die Sketch-Datei und kopiere alles, was mit den Klassen zu tun hat, raus, schneide das aus und füge das hier wieder ein. Und wenn alles gut geht, dann sollte das nahtlos weiterlaufen, dann funktioniert mein Programm immer noch. Und vielleicht könnte ich jetzt hier einmal die Größe des Grid reduzieren und das auf zwei Spalten und zwei Zeilen reduzieren, den Hauptraster, damit es sich ein bisschen beruhigt hier. Und dann mache ich hier in der classes.js-Datei weiter. Was ich jetzt tun möchte, ist, dass ich in der Klasse subgrid, immer wenn eine Instanz generiert wird von subgrid, dann soll die in dieser Cells, in diesem Cells-Array, da sollten nicht einfach nur Positionsdaten hineinkommen. Das mache ich hier auf Zeile 26, da kommt immer ein Objekt mit einer X- und Y-Position hinein, sondern dort soll eine Instanz bzw. so viele Instanzen einer weiteren Klasse hineingepusht werden, wie es Zellen in diesem Subgrid drin hat. Das heißt, was ich hier tun würde, ist, dass ich kann diese ganze Zeile mal in einen Kommentar hineinkopieren. Ich pushe eine neue Klasse hinein und ich würde diese Klasse nennen SubCell. Und übergebe ihr als Argument die Positionsdaten. Das ist hier Pos X und Pos Y. Und in der Show-Funktion zeichne ich ein Rechteck. Das kann ich mal drin lassen. Das Rechteck kann ich später auch abschalten. Und was ich hier mache, ist, dass ich durch diese Cells, durch diesen Cells-Array, einen Loop mache, der mit jeder Iteration ein Objekt aus diesem Cells Array herausholt.
Und hier würde ich schreiben, this sells I. Auch das werde ich zuerst einmal auskommentieren. This sells I show. Also auch dieser neuen Klasse werde ich eine Show-Methode geben, wo ich hineinschreibe, was gezeichnet werden soll. Und jetzt schreibe ich Class Subcell Constructor Funktion. Und dann gibt es hier auch einmal eine Positionsdaten. Und die hole ich aus den Argumenten heraus. Also das Ziel ist, dass ich diese Subcell-Instanz mit zwei Argumenten generiere, POSIX und POSY. Und die nehme ich hier ab. Ich kann die irgendwie nennen. Also ich könnte hier schreiben X und Y und dann ein Argument als Wert, pardon, ein Objekt an diese this-pause-Eigenschaft zuweisen mit x Doppelpunkt x und y Doppelpunkt y. Und das blaue x und das blaue y, das sind einfach Namen in diesem Objekt, Eigenschaftsnamen. Und das pinke x und y, das sind dann die Werte. Aber ich ziehe es vor, das ein bisschen klarer zu benennen und auch hier POSX und POSY zu schreiben, damit es keine Verwechslungen gibt, was ist was. Und dann brauche ich auch hier diese Methode Show. Und dort werde ich einfachheitshalber mal einen Kreis zeichnen. Letztendlich möchte ich Kreise, die verschieden groß und also die wachsen und schrumpfen und die für jede Instanz ein eigenes Tempo haben. Aber ich mache hier einfach mal einen Kreis und positioniere den this pos x und this pos y. Dann ist die Frage, wie breit soll der sein? Der Kreis sollte ja immer so breit sein wie eine Zelle dieses Subgrids. Also brauche ich noch irgendeinen Durchmesser. Dazu brauche ich eine Eigenschaft. Und auch hier möchte ich in dem Moment, wo ich die Instanz generiere, möchte ich schon wissen, wie breit die sein soll. Also ich brauche auch hier ein Argument, auf das ich zugreifen kann und das nenne ich Size. Und diese Breite der Zelle, die kriege ich hier. Die Klasse Subgrid hat eine Size-Eigenschaft, aber das ist die Breite des gesamten Subgrids, also die Breite einer übergeordneten Zelle. Aber die Breite dieser kleinsten Einheit, die rechne ich hier aus, this cell size. Und das ist der Wert, den ich als Argument übergeben muss, this cell size. Das sieht eigentlich okay aus. Ich könnte das jetzt schon mal austauschen und anschalten und auch diese Show-Funktion anschalten. Was im Moment nicht mehr funktioniert, sind diese kleineren Rechtecke, weil Current Cell, das ist jetzt eine Instanz von Subcell und Subcell hat nicht X und Y als Eigenschaften, sondern POS X und POS Y. Also ich müsste hier mal so schreiben. Dann müsste das wieder gehen. Okay. Und dann schalten wir die Show-Methode der Subcell an und dann sehe ich diese Kreise. Diese Kreise sind jetzt alle oben links der jeweiligen Zelle platziert. Und das war zu erwarten, weil die Kreise immer aus ihrem Zentrum heraus gezeichnet werden. Es ist auch okay, dass
dieses Subsell eine Position X und Position Y, beziehungsweise hier auf dieser Zeile, dass hier die linke obere Ecke der Ursprung dieses Rechtecks, in dem wir uns befinden, definieren. Und Size definiert die maximale Ausdehnung dieser Zelle. Also das ist eigentlich okay, aber ich möchte ja die Kreise aus der Mitte herauszeichnen. Also gehe ich in die Show-Methode und schreibe dort zuerst einmal sicherheitshalber Push und Pop und verschiebe den Nullpunkt Translate this pause x this pause y. Das sieht nicht schlecht aus, aber ist nicht das, was ich möchte. Und ich muss jedes Mal in die Mitte, also das Dia geteilt durch 2 plus das Dia geteilt durch 2. Und das stimmt zwar, aber noch nicht ganz, weil jetzt muss ich die Ellipse natürlich aus dem Nullpunkt herauszeichnen. Und das sieht okay aus. In diesem Moment kann ich dieses Rechteck einmal abschalten, das der Subgrid zeichnet. Und ich kann auch das Rechteck, das die Cell-Show-Methode zeichnet, abschalten. Dann bleiben mir nur noch diese Kreise. Und ich könnte jetzt auch mal in die Sketch-Datei und diesen Background 220 auf Weiß schalten. Und jetzt ist noch die Frage, was unternehmen wir, damit diese Kreise sich bewegen, dass es ein bisschen interessanter wird. Das ist jetzt etwas, was wir nur noch in dieser Subcell Klasse drin machen. Also alles, was ab jetzt in diesen einzelnen Zellen hier passiert, ist nur noch Bestandteil dieser Klasse Subcell. Wir könnten auch sagen, das ist das Programm, das steuert, was in diesen einzelnen Zellen hier drin passiert. Bevor ich hier irgendetwas tue, mache ich mir bewusst, dass das eine große Vereinfachung ist. Also ich habe einen Teil des Programms, der eine übergeordnete Einteilung macht und dann einen Teil des Programms, der eine untergeordnete Einteilung macht, dann in diesen einzelnen Vierteln drin. Und nur dieser kleine abgekapselte Teil von Zeile 40 bis 51, im Moment auf 10 Zeilen, bestimmt, was dann in diesen einzelnen Zellen drin passiert. Und das hat automatisch die richtige Größe, weil es von Position X und Y bis Position X plus Size und Position Y plus Size reicht. Wenn ich mich an diese Limiten halte, dann bin ich in diesen Zellen drin und kann dort irgendetwas machen. Zum Beispiel könnte ich sagen, this circle radius. Also ich kann ja sagen, der Radius gleich this Dia geteilt durch 2. Und dann könnte ich sagen, this A gleich 0 für einen Winkel, den ich in eine Sinusfunktion füttern will. Und dann sage ich this A increment, das, was ich zu A dazu zählen möchte. Und dann nehme ich 2 Pi, also den ganzen Kreis, geteilt durch, sagen wir mal, 180. Und das kann ich später vielleicht mit einer Zufallszahl ersetzen, diese 180, um verschiedene Tempi zu kriegen. Und dann hier in der Show-Funktion sage ich immer, wenn ich einmal durch bin, erhöhe ich das A um this A ink
das wird dann immer höher. Ich könnte jetzt auch sagen, ich mache es ein bisschen nachhaltiger und rechne immer modulo tau, so dass immer, wenn ich einmal um den Kreis herum bin, dass ich wieder bei 0 beginne. Aber das ist wahrscheinlich unnötiger Ästhetizismus im Code. Und dann sage ich let current radius gleich Sinus this a mal this radius. Und dann ändere ich dia auf current radius. Das war jetzt alles etwas aus dem Bauch heraus. Jetzt bin ich gespannt, ob es klappt. Es geht alles ein bisschen schnell, aber es scheint zu klappen. Also 180 können wir vielleicht verdoppeln auf 360. Und das scheint mir hier, wahrscheinlich muss ich das nochmal 2 rechnen. Und ich gehe davon aus, dass im Moment, wenn der Kreis schrumpft, dass er dann negativ wächst. Also dass es ihn dann eigentlich immer noch die Gegenrichtung spiegelt und dass er jetzt eigentlich doppelt so schnell wächst und schrumpft, wie er eigentlich könnte. Wenn ich das ein bisschen schlauer einrichten würde, diese Sinusfunktion generiert Werte zwischen minus 1 und 1 und besser wäre, ich würde das umrechnen in Werte zwischen 0 und 1, beziehungsweise brauche ich diesen Radius nicht. Sondern ich nehme auch hier dia, also rechne das auf die volle Breite aus und jetzt kurz überlegen. Entweder mache ich das jetzt kompliziert und leite das her oder ich nutze die Map-Funktion von P5. Und ich mappe diesen Wert Sinus von diesem Winkel A auf etwas zwischen 0 und 1 und 0 und this Diameter und den Rest lösche ich. Und wie sieht das aus? Nicht so gut. Ah, natürlich. Ich muss natürlich jetzt hier dieses mal 2 wegnehmen und das ist besser. Und immer noch ein bisschen schnell. Jetzt nehme ich hier eine zufällige Zahl zwischen 360 und 720. Und dann müsste jeder Kreis sein eigenes Tempo haben. Okay, und ab hier ist dann wieder die Frage, gibt es hier ästhetische Entscheidungen zu treffen bezüglich, wie fein aufgelöst diese Raster sein können und wie groß das gesamte Ding ist und so weiter. Aber ich denke von hier aus, das ist ein guter Punkt für dich, um selber darüber nachzudenken, was in diesen einzelnen Zellen passieren könnte.